mal gesehen, war cool, geil und so, ja. Mein Name ist Karl Schneidmann. Ich bin Geschäftsführer der gleichlautenden Schneidmann Maschinenbau GmbH und freue mich, dass Sie hier so zahlreich heute Abend zu uns ins Forum gekommen sind. Es gibt sehr viele Kinder und Jugendliche mit einer frühkindlichen Hirnschädigung, die an Schmerzen leiden. Und die Frage ist immer, hinter die ist man bisher noch nicht gekommen, warum? Warum haben die diese Schmerzen? Und Sie wissen selber, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, wie wenn jemand, der einem nahesteht, Schmerzen hat und kann ihm nicht helfen. Und genau dafür sind wir auf dem Weg, dafür sammeln wir Spenden und deswegen finden wir es ganz toll, dass Sie, Herr Schneidmann, dass Sie, Frau Schneidmann, heute uns hier die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Und ich möchte mich natürlich auch von meiner Seite ganz herzlich bei Ihnen, liebe Frau Kabatek, und bei Ihnen, Frau Schenk, bedanken. Unser kleines Häuschen in Stuttgart-Ostplatz wäre jetzt schon aus allen Nähten. Im ersten Stock wohnten Harald, Lida und die Zwillinge in einem Zimmer, ich im anderen. Ein paar Mal war ich schon zu spät zur Arbeit gekommen, weil morgens so ein Chaos herrschte. Ich musste so schnell wie möglich etwas finden. Ich machte, dass ich zur Bushaltestelle in der Wagenburgstraße kam. Der nächste Besichtigungstermin im Stuttgarter Westen klang so vielversprechend, dass ich auf keinen Fall zu spät kommen durfte. Leon und ich wollten wahnsinnig gerne wieder in den Westen ziehen. Schließlich hatten wir uns dort kennengelernt. Außerdem lag die Johannesstraße mit ihrer Baumallee, ihrem Kopfsteinpflaster und den Gründerzeithäusern mitten in einer der hübschesten Wohngegenden von Stuttgart. Er nahm noch einen Schluck aus seinem Viertelglas und wartete. Mir fiel mein ehemaliger Nachbar Herr Tellerle ein. Ich denke nicht, dass wir Kinder anschaffen werden. Die sind ja so kostspielig und man muss ständig Windeln wechseln und ruckzuck ist die Mülltonne voll und das kann man den anderen Mädchen nun wirklich nicht zumuten. Höchstens ein Aquarium. Genau, einen Daimler und ein Aquarium. Das macht keinen Krach und ist so beruhigend. Aus dir sind aber auch Verbote. Wir verzichten auf das Aquarium, kein Problem, wirklich nicht. Keine Fische, keine Kinder. Wir schaffen nur den Daimler an und einen schönen, stabilen Besen für die Kehrwoche. Irgendwas muss man ja machen mit dem doppelten Gehalt. Wir haben den Hausmeister, der ist penibel. Der Star versucht sich zum Verstecken, der Frieder jagt ihn aus der Ecke. Vielleicht macht er eine bedeutsame Pause. Und der Feind ist gerade fort, haben sie gesagt. Nicht bloß ums Eckenrennshalter oder auf der Alpentrope, sondern in China. So, das ist weit. Das ist hart.